Einen wunderbaren guten Morgen. Ich bin spät dran. Es ist 11 rum. Und es hat jetzt einfach so ein bisschen gedauert. Und ja, ich habe die Hitzewelle in Bad Füssing ausgesessen sozusagen, weil am Laufen war für Thyrion mal wieder nichts zu denken. Und das war schon am Freitagmorgen so unfassbar heiß. Ja, von dem her war es einfach besser, hier zu bleiben. Und ich habe noch Besuch von einem Freund bekommen, was dann auch nett war. Und ja, und jetzt bin ich so auf dem Weg in Richtung Braunau. Der gestrige Tag hat ja schon mit Weißbierfrühstück begonnen. Die Erfahrung zeigte mir, dass es nicht besser wird über den Tag. Wurde es auch nicht. Und heute merke ich jeden Schluck, den ich getrunken habe. Also ich war jetzt gestern nicht betrunken, aber ich merke, dass der Alkohol immer noch im Blut ist und, boah, und es fällt mir echt schwer zu laufen heute. Deshalb wird es, glaube ich, auch echt nicht lange. Da hinten kommen schon wieder böse Wolken. Campingplatz gibt es auch nirgends. Also irgendwann muss ich mir mal ein nettes Fleckchen suchen und dann lege ich mich einfach ins Zelt. Plötzlich war Thyrion weg. Mal wieder ewig die Lunge aus dem Leib geplärrt. Und dann kam er zurück und sieht so aus und stinkt wie Sau. Und jetzt ist hier nirgends ein Gewässer, nirgends ein Gartenschlauch, nicht mal ein Brunnen, wo ich ihn reintragen kann. Ich bin echt entzückt. Ein freundlicher Herr lieh mir seinen Gartenschlauch. Und dann konnte ich Thyrion duschen. Jetzt ist er wieder sauber. Sehr, sehr dunkle Wolken, Wind. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es anfängt zu schütten. Und eigentlich hätte ich gerne bis dahin ein Zelt aufgebaut. Aber wie ihr sehen könnt, das ist hier nichts. Ach, heute irgendwie läuft es nicht gut. Ich mag nicht mehr laufen. So nach 12, 13 Kilometer. Ich musste mich auch die ganze Zeit so ein bisschen quälen. Ich glaube, das liegt am Weißbier plus Frühstück. Was ich sozusagen den ganzen Tag gestern so dahin zog. Man konnte ja bei der Hitze echt auch nichts anderes tun. Ja, morgen dann wieder. Und jetzt bin ich hier an der Stelle, wo echt viele Moskitos sind. Das wird eine harte Nacht für Thyrion. Ich habe ja zumindest das Netz.